Hallo und herzlich willkommen, ich bin Doom. Und da ich im letzten Spiel beschlossen habe, dass das ein kleines Turnier wird, spielt jetzt der Verlierer Südamerika gegen die Afrika-Auswahl. Mal schauen, wie es wird. Spiele um Platz 3. Und übrigens, dieses Lied ist verdammt geil. Muss ich nur so gesagt haben, auch wenn es keinen interessiert jetzt. Wieder ausverkauft, wir erwarten ein spannendes Spiel. Ich habe viele Überraschungen heute, zumindest für mich. Mal sehen. Manche Raten sehen sie auf der einen Seite, auf der anderen die Didier Drogba. Gänsehaut, Atmosphäre. Willkommen zum Spiel. Südamerika gegen Afrika. Überragende Musik. Gänsehaut. Julio César, Lucio Samuel, Maicon, Dani Alves, Felipe Melo, Kaká, Mascherano, Luis Fabiano, Messi und Higuaín auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann man Higuaín, Touré, Fati, Yaya Touré, Siani, Essien, Drogba, Eto und Jamak. Und Beliak. Hab ich vergessen. Die Drogba. Vielleicht gelingt ihm mehr als im letzten Spiel. Kann man ja bald nur hoffen. Higuaín, Mascherano, Felipe Melo. Dani Alves hat im letzten Spiel nicht mitgespielt, jetzt ist er am Anfang dabei auf der linken Seite. Zeigt er gleich mal ein schönes Solo. Schön, Essien. Schön, hat er im letzten Spiel doch mitgespielt, habe ich gar nicht gemerkt. Touré, Noam. Touré, auf Drogba. Drogba. Jamak. Jamak. Bleibt er an Felipe Melo, der im letzten Spiel starke, der letztes starkes Spiel gemacht hat und auch das 1-1 gemacht hat. Kaká. Fabiano. Foul. Jetzt wird's gefährlich. Kaká beim Freistoß. Stille im Stadion. Kaká beim Freistoß! Aber kein Problem für Kameni. Schlussmann von Afrika. Leidi. Roma. Grad 8 Minuten. Schön Fußball. Wir sehen. Jamak auf Drogba. Und die erste Chance auf der Seite von Afrika. Kein Problem für Julio César. Also, wenn man die beiden Spiele davor gesehen hat, müsste das hier Südamerika eigentlich gewinnen, weil die haben stark gespielt. Und Afrika letztes Spiel ganz schwach. Aber schauen wir mal. Maicon. Ja, auf Messi! Und er konnte da mal ganz alleine durch. Ganz alleine. Maicon. Schön gesehen durch zwei Mann. Und Messi, der macht das überragend. Geht hier an der Seitenlinie lang und schießt ihn an. Kann nicht mehr draus machen, wenn er reinmacht. Dieser Held des Tages. Messi. Auf Luis Fabiano! Latte! Eieiei! Luis Fabiano im letzten Spiel enttäuschend. Hier trifft er die Latte. Da haben sie Glück. Und sie machen weiter da, wo sie aufgehört haben. Beim Angreifen. Über Felipe Melo. Oder auch doch nicht. Erstmal wieder Ruhe. Und den langen Ball wieder. Messi. Ist hier dazwischen. Luis Fabiano. Luis Fabiano legt sich nicht zu weit vor. Können sie klären. Afrika, schade, von denen habe ich mir eigentlich mehr erwartet, aber hier Eto, abseits. Ja, korrekte Entscheidung. Ja, wie gesagt, von Afrika habe ich eigentlich mehr erwartet. Habe ich gedacht, die können Asien schlagen, stehen so mit dem Finale. Ja, Alter, gucken wir mal. Die Fabiano. Macht da gut. Muss halt bald entgegengehen. Eto'o, über auf Siani. Eto'o jetzt um ganz frei. Jamak. Ah, macht er zu kompliziert, aber kommt trotzdem durch. Wird gestoppt. Und vorbei Angriff. Luis Fabiano um. Ist ganz frei. Unten nicht so frei. Im Spiel raus. In dem Tempo aus dem Spiel raus jetzt. Die Südamerikaner. Ja, Maicon. Macht einen langen Lauf. Touré kommt nicht hinterher. Wird gefährlich, Messi. Oi, oi, oi.
dritte gute Gelegenheit. Alles geht über links heute. Oder besser gesagt, über rechts. Und das ist ganz knapp hier. Uiuiui. Hätten schon, hatten drei gute Chancen zum 1:0. Afrika hat Glück. Das braucht man auch zum Fußball. Kaka, Luis Fabiano zieht ab! Und hier haben sie alle die Luft angehalten im Stadion. Langer Ball. Und er kommt Fromm zurück. Kaka, Luis Fabiano denkt sich, heute schießen wir mal. Und das war knapp. Da wäre nicht mehr reingekommen, unser Freund Galmani. Vierte große Chance. Wird das bestraft, dass sie so viele Chancen hier liegen lassen in der ersten halben Stunde schon. Wow. Touré. Leidi. Jean-Marc. Kepas. Lucio. Ja. Romero. Dani Alves. Samuel. Jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen und dann wieder blitzartige Angriffe. Kaka. Kaka. Gegen drei. Schön gemacht. Luis Fabiano versucht und Cavani. Hat er sicher. Ja. Afrika versucht. Kommt aber nicht durch. Wird immer wieder abgefangen. Und das wird dann noch gefährlicher hier. Kaka. Entschuldigung. War gerade verwirrt. Ziani. Rockbach. Rockbach. Gegen Maicon. Rockbach mit der Hacke zurück. Wird wieder angespielt, aber ist abseits. Eine starke Aktion. Schön gemacht. Aber da macht er, das Falsche und versucht ihn nochmal anzuspielen. Maicon. Langer weiter, aber er wird abgefangen. Schau mal. Schau, Kaka. Südamerika drückt immer weiter. Und jetzt über Messi und Cavani. Erneut. Und er ist wütend. Der nimmt sich jetzt mal seine Vorleute zur Brust. Was ist das denn? Wieso darf der denn schon wieder so frei schießen? Zu Recht nimmt er sich hier vor. Da! Kann's nicht sein. Messi beim Eckball. Kommt rein auf Kaka. Ist er nicht unbedingt Kopf auf Goya! Und Fabiano. Erneut Ecke, glaube ich. Fabiano fängt besser an als im letzten Spiel. Hat mehr Chancen. Viel mehr Chancen. Messi. Erneut. Wieder auf Kaka. Aber diesmal ist er nicht so gut. Kaka, was macht er denn da? Versucht nur irgendwie rein zu flanken, aber so nicht. So nicht. Auch wenn es ein schöner Versuch war. Armeni. Alter Abschlag. Auf Messi, der kommt. Die kommen da hinten gar nicht mehr raus. Im Foul. Lucio. Der Druck wächst weiter. Wie lang hält Afrika noch die Null? Kaka versucht und im Nachfassen. Können sich bedanken, dass ihr heute einen guten Tor drin habt. Chancen über Chancen über Chancen. Aber sie machen sie nicht rein. Wird das bestraft von den Afrikanern? Jean-Marc und Mascherano. Jean-Marc verliert. Mascherano zurück und das sah aus wie Ecke. Aber ich kann mich gehört haben. Eine Minute Nachspielzeit. Über ihn. Unauffällig bisher. Luis Fabiano. Nimmt Kaka mit. Bleibt eng an Touré. Ziani. Drogba. Jetzt nochmal die letzte Chance. Drogba muss. Hätte rüberpassen müssen zu Eto. Der war ganz allein. Aber versucht aus unmöglicher Instanz. Gegen einen Weltklasse-Torhüter. Erste Halbzeit ist vorbei und das ist eindeutig. Gucken Sie sich einfach die Zahlen an. 10, 11 Schüsse, davon 6 aufs Tor. Von Südamerika, von Afrika nur 2 und dafür 2 aufs Tor. Aber eine Demonstration der Kräfte hier gerade. Auch wenn das Tor fehlt.